Gib ihm. Gib ihm. Ah, das wird eine Lektion gewesen sein. Also, zurück zur Basis, zurück zu unserem Zug, der die ganze Zeit stillsteht. Keine Ressourcen hin und her transportiert, wie er soll. Eigentlich war ja der Plan, wir ziehen los und gucken, wo der Fehler ist. Hm? Du fahr. No path. Okay, du halt an, wir fahren hin. Und wir fahren jetzt hier lang, da rum und dann nach oben. Und wir haben Öl dabei, was ein bisschen sinnlos ist, aber okay. So, rechts rum. Und hier könnte jetzt irgendwo ein Schaden sein. Ich sehe keinen Schaden. Hey, komisch. Vielleicht unten bei der Basis war da irgendwas falsch, oder? Na gut, mach es mal voll. Wir gucken so lange hier ein bisschen um. Drei Türme und Mauern nur in eine Richtung. Es ist ein Wunder, dass das Ding noch steht. Und hier, ja, das ist einfach nur Overkill. Schmeiß einfach einen Haufen Türme hin, schmeiß einen Haufen Mauern hin, egal in welcher Reihenfolge. Egal, ob die viel zu eng sind und die Viecher eigentlich über drei Mauern rüberbeißen können. Vollkommen egal, trotzdem hält's. Sehr komisch, sehr, sehr komisch. Naja, läuft alles, kommt jede Menge Eisen rein, ist alles gut. Kisten sind, Kisten füllen sich langsam doch. Ich hatte ja vor kurzem noch gemeint, dass die Aktion hier hinten nicht so schnell produzieren kann, wie unsere Züge das abholen. Aber wenn der Zug nicht fährt, beziehungsweise wenn er von einem komischen Typen gesteuert wird und nicht wirklich das macht, was er machen soll, dann staut sich das natürlich hier hinten. Aber gleich haben wir eine volle Ladung, dann passt das schon. Jetzt haben wir eine volle Ladung. So, du einsteigen. Wir fahren geradeaus weiter. Irgendwo muss dort der Fehler sein. Oder sagt dir die Fehlermeldung, wenn irgendeiner von denen... Also wir haben eine Liste von Bahnstationen, wo wir anhalten sollen. Und wenn irgendeiner von denen nicht angeschlossen ist, dann macht er gleich die Fehlermeldung. Das könnte natürlich auch sein. Es muss ich jetzt links rum. Ja. Also wir waren jetzt einmal im kompletten Netz oben. Da war alles okay. Und wir waren einmal unten bei Erz 2. Vielleicht sollten wir nochmal runterfahren nach Öl 2. Aber erstmal entladen. So. Es macht irgendwie Spaß, einfach von Station zu Station zu fahren. Ich sollte mir so eine Mütze holen, eine Pfeife. Dann ende ich irgendwann wie... Oh, wie heißt der? Der Priester bei Simpsons? Der in seinem Keller auch immer eine Bahn fährt, weil es sehr therapeutisch ist. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. So, Erz ist raus. Wir kriegen Schrotflintenmunition geliefert. Okay. So, weiter im Text. So, also die Schiene ist jetzt okay bis zu Erz 2. Die Basis da ist neu, oder? Stopp. Each. Ein Drive-By. Wow, fuck. Das waren viele große Würmer. Okay, ich will eigentlich nur die Spawner haben. Würmer können mir dann egal sein. Oh, viele Würmer. Oh, ich habe eine geniale Idee. Geh mal. Bus, da ist mein Zug. Oh oh. Oh oh. Das war eine absolut blöde Idee. Ich hatte nicht genug Zeit. So, Zug ist okay. Ja, okay. Also ich wollte eigentlich nur hin und her fahren mit dem Zug. Aber wenn die den Zug wohl beißen, hält er an. Warum auch immer. Und das ist nicht so schön. Achso, der Baum ist kaputt, ja. Zack, Baum, weg. Und weiterfahren.
Also, die Basis da besteht nur noch aus Würmern, das ist völlig okay. Die kann nichts überfallen. Alles gut. So, Erz 2. Was machst du da? Achso, du reparierst den Wagen. Das ist aber lieb von dir, danke. So, Erz 2 ist okay. Jetzt fahren wir runter zu Öl 2. Und wenn hier jetzt nirgendwo ein Fehler ist beim Schienensystem, dann habe ich irgendwas in dem Interface falsch gemacht. Und dann war das Ganze jetzt für die Katz. Naja, nicht wirklich. Wir haben toll Zeug hin und her transportiert und wir haben Basen zerstört. Also, ne? Ist schon okay. So, ein bisschen langsamer werden. Dung, dung, dung. Und hier ist auch alles okay. Ja. Müsste eigentlich alles funktionieren. Tut's aber nicht. Okay, Interface. Erz 1, Home 1. Öl 2, Home. Erz 1, Home. Home, Öl 1, Erz 1. Das müsste alles machbar sein. Ich habe keine Ahnung, was der doofe... Na, jetzt geht's. Okay. Wollte ich hier überhaupt hin? Nö. Ich wollte da, wo der Zug jetzt gerade dran vorbeifährt. Ich wollte zu Erz 2. Na gut, Zug, du machst das schon. Ja, du wärst Erz 3 eventuell, aber meh. Und es ist komisch, dass wir jetzt zu viel Öl haben und dafür keinen Kupfer. Das ist hier, ja, sehr, sehr komisch. Aber ich denke, ich werde jetzt gleich ganz, ganz viele von den Mining Drills hier verteilen. Ja, ich werde hier einfach nochmal die Reihe ganz hochziehen und an den Seiten dann auch. Das ist ja auf jeden Fall immer viel zu viel Kupfererz. Und du, stopp. Du fährst nicht mehr nach Öl 2. Und du fährst nicht mehr nach Erz 2. Go. So. Es hat einen Sinn. Ich mache jetzt extra eine Bahn für das hier. Und dann gucke ich mal, ob ich das hinbekomme, dass die sich einigermaßen vertragen. So, du... Oh, dann brauchen wir noch eine Ladestation für Kohle, ne? Ne, ist dieselbe Ladestation für da oben. Ja, okay, okay, okay. Das heißt, du fährst nur nach Home. Du fährst nach Erz 2. Fährst nach Home. Fährst nach Erz 2. Fährst nach Home. Fährst nach Erz 2. Fährst nach Home. Fährst nach... Öl 2. Fährst nach Öl nach Erz 2. Und fährst dann nach Home. Das ist redundant. Du raus. So. Das wäre, glaube ich, mein Plan für diese Bahn. Der wird jetzt noch nicht losfahren. Erstmal brauchen wir noch 3 Waggons. Einen haben wir, aber der ist kaputt. Der müsste aber repariert werden, sobald er platziert wird. Komm, geh reparieren. Oh, kein Strom. Okay. Noch 2 Waggons. Dafür haben wir keine Eisenplatten. Ernsthaft, Jungs? Also, Kacke. Na gut. Ihr habt immer noch nicht genug Solarzellen. Also, Mau. Und wir haben keine davon mehr bauen. Dim, 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 dim. Da. 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 Das heißt, wir müssen das eventuell doch noch erweitern? Weiß ja nicht. Wir setzen hier auf die Seite nochmal welche. So, so. Also hier können wir noch Solarzellen hinklatschen. Das ist noch innerhalb der Mauern. Das ist auch wirklich viel. Autosave. So. Also das mit den ganz vielen Mining Drills jetzt oben hinbauen, das wird nichts, wenn die keinen Strom bekommen. Langsam, langsam. Okay, warum fühlt ihr euch jetzt nicht? So, weil die immer noch mehr konsumieren als... Nicht gut. Ganz und gar nicht gut.
Okay, du. Da noch hin. Da geht's nicht. Dann hier zwischen auch noch Solarzellen. Ich nutze jetzt jedes bisschen Fläche aus. Und hier ist schon die Mauer. So, jetzt füllen sich die Akkus. Und zwar ziemlich flott. Das heißt, wir brauchen vielleicht doch noch mehr Akkus und nicht unbedingt mehr Solarzellen. Und ich habe keine dabei, ja? Ich übersehe die Dinger, aber die sind so komisch klein. Ne, keine dabei, weil wir keine Eisenplatten haben. Okay. Das heißt, Prioritäten. Zurück zur Basis, Eisenplatten holen. Mit dem Zug, den wir jetzt mal füllen sollten. 5 Kohle und 24 Holz. Fahren wir zur Heimatbasis. Und stellen da die Weichen ein. Hoffentlich richtig. Aber ich werde es dann hier... Wow, ist der... Brems ab, verdammt! Oh, 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 oh. Hallo Zug. Lieber Zug. Ist alles gut. Also je weniger Waggons sie haben, desto schneller sind die Züge wohl. Und zwar extrem, extrem schneller. Das Ding ging gerade richtig ab. Also zum Reisen ist das ideal. Das ist so schnell wie 20 Paar Geschwindigkeitsbeine oder so. Vor allem ohne Anhänger, also ganz ohne Anhänger, muss er noch viel schneller sein. Abgefahrener Scheiß, okay. Zuglichter. So, also... So wie ich das gelesen habe, wenn ich jetzt... Warte mal, wir sollten es weiter vorne machen. Jetzt mache ich mal hier ein Licht rein. Und ich mache... Da ein Licht rein. Wenn jetzt in dem Bereich ein Zug ist, was wir simulieren können. Der Bereich sollte etwas größer sein. Wir sollten das schnell setzen, bevor der andere zukommt. So, wenn jetzt in diesem Bereich... Die Bereiche sind ganz schön kurz, ne? Na gut, also dieser mit den Pfeilen versetzte... Bereich ist der Bereich, den ich meine. Wenn in diesem Bereich ein Zug ist, wird auf beiden Seiten das Ganze auf Rot gestellt. Dann dürfte kein... Okay, okay. Dürfte kein Zug das hier berühren dürfen. Habe ich genug Eisenplatten? Nein, gib mir mehr Eisenplatten. Dankeschön. Und ich hätte gerne Akkus. So, jetzt weiß ich noch kurz. Also, jetzt darf kein automatisch fahrender Zug in diesem Bereich, solange bis der Zug wieder weg ist. Das heißt, das müsste eigentlich schon alles gewesen sein. So kompliziert sind die Dinger gar nicht. Also jedenfalls bei so einfachem Streckensystem, wie ich sie habe. Das heißt, du... Achso, wir brauchen noch 2 Züge. Waggons, genau, so. Klick. Klick. Du willst gar keinen... Ah, das ist doof. Jetzt wird der zugemüllt mit leeren Fässern. Ah doch, das ist okay. Der braucht ja auch leere Fässer. Wir haben ja auch ein Öl hier. Hier, nimm leere Fässer. So, du... Fahr erst 2. Achso, oh, du brauchst noch ein Diesel-Locomotive. Normale Engine, okay. Du brauchst noch ein Diesel-Locomotive für den Weg zurück. Momentan kannst du ja nur eine Richtung fahren. Das heißt, wir müssen zu den Krimskramskisten, da müssen irgendwo noch Diesel-Engines drin sein. Hier. Ja, gib her. So. Bau Diesel-Locomotive. Zack, 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 zack. Da. Klick. So, die werden alle schön befüllt. Du. RZ2 Run Train. Warum sagst du wieder No Pass? Du bist doch komisch. Der andere Zug wartet die ganze Zeit voll genervt. Okay, stopp. Machen wir es halt selber. Fahr nach Hause. Anhalten. So, du fährst jetzt bitte. RZ2. Alter!